Herzlich willkommen zum fünften Element, also fifth Element. Und zwar spielen wir alle PlayStation-Spiele an. Ich mache manchmal die Anfänge so merkwürdig. Bruce Willis hat mitgespielt und die, wie heißt sie, Nokovic? Nee, irgendwie anders. Ne? Ah, schlecht informiert. Wer bist du hier? Multipass, Com. Genau, ne? Com wird im Film, ne, von Bruce Willis verkörpert. Achso, und dann kann ich ja auswählen, oder was? Nee, ich drücke mal auf Weiter. Konnte jetzt nichts auswählen. Com muss ins Nucleo Lab eindringen, um das Labor für Zellrekonstruktion zu finden. Dort muss Lilos Materialisierung mithilfe der Genkarte aktiviert werden. Sorry fürs Vorlesen. Weiter. Okay. Ich weiß doch, den Film, den hatte meine Mutter damals laufen und da hieß es immer wenn was Gruseliges kam, ah, geh rüber, ne, geh in dein Zimmer, das darfst du nicht sehen, da kriegst du Albträume. Genau von dem Film hatte ich Albträume bekommen. Ich habe seitdem nicht mehr gesehen, also ich habe irgendwie 20 Minuten oder irgendwas gesehen, ich muss mir mal angucken. Spiel wurde als nicht so gut bewertet, weil Steuerung extrem klobig wohl. Und ja, also steht und fällt hier eigentlich mit der Steuerung Filmsequenzen drin und ich habe es mir gerade angeguckt, sah Hammer aus. Kannst du auf YouTube wieder nicht zeigen. Achso, und gleich ist alle, oder wie? Wir gucken mal. Genau, kannst dich zielen. Und die Kamera, gerade wenn da Kisten oder so in der Nähe sind, ist dann. Ah, okay, er lädt danach. Also hast du unbegrenzt. Oh, okay, kannst gedrückt halten. So. Das ist L1, R1. Russenhocke ist auf L2. Okay, und dann kann ich schleichen, oder was? Okay. Dreieck ist springen. Pack ist treten. X ist schießen. Kann ich irgendwo dediziert nachladen? Nee. Select. Okay, na denn. Oh, haben wir hier. Haben wir hier. Na gut. Selbst das Bewegen ist schon anstrengend, aber naja, wir schon. Nicht vorverurteilen. Okay, ich versuche mal einen Stick. Okay. Ja. Okay. Da habe ich aber ordentlich Schaden bekommen. Da gibt es erste Hilfe. Oh. Ja, geil. Oh. Achso, bin fast tot. Hat der Erste Hilfe dabei? Ne. Jetzt bin ich tot, oder? Ne. Noch nicht. Okay. Erste Hilfe. Aber füllt mich, glaube ich, nicht komplett auf. Okay. Ja, super. Also, dass die es dann halt auch so unfair machen. Weißt du, hätten sie es einfach vollgefüllt, sagst du so, jupp. Also ist das ein bisschen. Ja, okay. Ah, da ist Erste Hilfe. Cool. Hat das mir Schaden gemacht? So, warte mal, wir gucken erstmal hier unten. Okay. Ah, nee. Ja, ein frühes 3D-Spiel, aber. Und ich beschwere mich eh gerne drüber. Das ist aber schon echt hart wieder. Wie du halt anhalten musst, damit du ihn weiter drehst, damit du um eine Ecke laufen kannst. Ah. Bis da frage ich mich immer, haben die es nicht selber mitbekommen, dass das nicht so sinnvoll ist? Also schwer, nee, du hattest halt nicht dieses Vorbild. Ah ja, so klappt's. Aber wenn du überlegst, so die großen Hits, so allein Crash Bandicoot, wie super sich das auch heute noch steuern lässt. Okay. Was sagt mir das? Okay, nachgeladen. Springen vielleicht? Ne. So, und hier wirst du auch nicht rüberkommen. So, da waren wir da. Ja, da. Da ging es wieder hoch. Ich glaube sogar Speicher hier mal. Ja.
Na, allein bis ich mich wieder darüber gedreht habe. Aber guck dir mal, du kannst bloß leider nirgendwo zählen. Wow, da ist ein Taxi. Das ist ganz cool. Wow, da ist ja ein richtiges Verkehrsnetz hier. Ah, spannend, okay. Gut gemacht. Das ist doch, ja, macht einen soliden Eindruck. Dann siehst du schon, ich muss irgendwie an GTA San Andreas gerade denken. Okay, cool. Oh, aufpassen. Weiß jetzt nicht, ob das zu clever war. Mega, ich würde so gern zu so einem Spiel so ein Making-of sehen. Guck dir das an. Vor allem, das sieht halt wirklich lebendig aus, ne, der Verkehr. Schön, schön. Cool gemacht. Wow. Sebastian, naja, okay, hier siehst du, ne, die Stadt ist vorbei. Schade, hätten sie das so irgendwie hinbekommen. Weil das hat gerade einen super gewaltigen Eindruck gemacht. Stimmt, ja, gab es so eine Taxis, ne? Dafür auch schön ausmodelliert. Ich meine, für ein Spiel 98, ja. Oh, okay. Okay, cool. So, das heißt. Keine Ahnung. Gibt's hier? Okay. Ja, aber hier oben ist auch irgendwas, oder wie? Anscheinend nicht. Speichern. Und springen. Okay. So, kann ich bestimmt zerschießen. Das sag ich doch. Cool. Habe ich da echt Schaden bekommen? So, verstecken. Was denn? Da. Oh, okay, okay, hast du 9 Leben. Ich hoffe, wie unfair, dass der mich gleich wegballert. Ist der Hilfe? Von wo? Von wo? Renne weg. Kommt der her? Du kannst nicht zielen. Okay. So, kann ich auf dich schießen hier? Nee. Von irgendwo hier muss einer kommen. Gehen wir mal ein bisschen stealth-mäßig vor. Treffe ich nicht, ne? Hier durch, das wäre mies. Der hat mich direkt wegballert. Du hast aber gar keine Chance, den irgendwie zu überraschen. Müssen sie mit zur Seite springen? Ja, ich sehe dich gleich. Ah, gucke mal. Wie denn? Achso, dann wirst du hier gespawnt, okay. Ja, dann aber trotzdem hier neu. Vielleicht kriege ich das Kämpfen besser hin. So, ein bisschen Hirn. Besonders gut gehen. Jetzt mal ehrlich. War das die Ablenkung? Okay, 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 okay. Na, oh, das Drehen, ey. Krampf. Wenn jetzt ein Gegner um die Ecke ist, siehst du ihn einfach nicht. Okay, und was ist passiert? Okay, da ist was. Oh, cool. So. Oh, ein Schutzschild oder wie? Cool, cool. So, und hier kann ich bestimmt rausschießen. Ne?
Ja, lad nach. Danke. Der LKW muss durch, lass ihn durch. Ja. Na, gucken wir mal um die Ecke, okay, danke. Dann stehen wir wieder auf und gehen dahin, wieder um die Ecke gucken. Okay. Oh. Aua. Wie lange hat denn das gedauert? Da hat der Controller vibriert. Nice. Also es ist schlimm zu steuern, ich hätte aber noch Schlimmeres erwartet. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Cool. Ja, dafür bin ich hier, für die frühen 3D-Spiele. So, da ist nochmal das und da müssen wir den ausschalten. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich. Okay. 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 Ich glaube, wir gehen hier rauf. Oder auch nicht. Okay. Natürlich. Speicher hier, weil ich glaube, ich muss ein paar Mal Anlauf nehmen. Okay. Ministück dahinter. Oha. Hier. Bravius gemeistert das Rätsel. Ich ihn einfach nicht treffe. Doch jetzt. Okay. Es macht aber Hoffnung. Langsam kommen wir zu den spielbaren 3D-Shootern. Habe ich so das Gefühl. So Nachnamen. Bist noch nicht offen. So muss ich vielleicht darauf schießen? Ne, anscheinend nicht. Ja, ist um, also du schaust dir schon nicht um, weil es halt einfach mega lange dauert. Weiß auch nicht, was das mit dem Bücken soll. Schießt du dann besser oder so drehen? Drehen. Okay. Oh. Das Ding wollte ich nicht mehr zerschießen, aber vielleicht besser so. Oh. Dachte mir schon, dass ich mir damit selber schaue. Weiß ja nicht mal, ob die böse sind. Was war denn das? Warte, da ist einer. Ja. Okay. Okay. Ja, also es ist halt nicht ganz so actionmäßig wie gedacht. Steuerung erlaubt mir aber halt auch kein schnelleres Vorgehen, leider. Ich meine, Zielen klappt halbwegs. Auch wenn es kein Zielen ist, also einfach in die Richtung gucken. Ja. Ja, du hast halt keinen Bock, dich umzugucken, weil, naja, guck mal, das ist jetzt rumdrehen.
Und das machen wir im Kampf. So, jetzt hier unten links ist der Gegner. Ne? Und der Gegner greift von hinten an. Und ne, doch andere Seite. Ja, was ist das hier? R2D2. Oh. Treffe ich dich? Ich meine, du kannst schon ein bisschen zielen, ne? Mit einem Stick. Okay, hier ist zu. Dann gehen wir mal hier irgendwo lang. Da ist auch zu. Geradeaus ist auch noch zu. Das Ding ist zerstört. Achso, sind die jetzt offen oder was? Nee. Nee. Vielleicht ein Feind gespawnt. Hör ich jemanden? Achso, es kann sein, dass hinten die Türen jetzt offen sind. Hier, die hier. Die beiden nicht. Achso, habe ich nicht auch andere Tasten? Ah ja, okay, richtig. Hat sich da was getan? Okay. Okay, er bewacht. Okay. Was ist das eigentlich für ein... Ah, okay, der, okay. Stimmt, so könnte ich ein bisschen Matrix-mäßig. Der läuft auf und ab oder was, ja. Okay. Geht schon alles in die richtige Richtung. So, was hat's hier mit auf sich? Gib mir noch einen Hinweis. Ja. Kann ich dich eintreten? Nee. Ich habe ja aber auch nichts gesehen zum Zerstören. Also ich meine, so groß ist das Level jetzt auch nicht. Dass ich irgendwie massig übersehen haben könnte. Select. Dann kann ich jetzt Waffe wechseln oder was? Okay. Hier ist das. Und was hiermit wird es ja zu tun haben. Das ist kaputt. Oder doch zurück. Hier dieses Geräusch, irgendwas muss sein. Ey, da hat sich doch irgendwas getan. Hier oder was? Auch wieder ein Geräusch? Warte, eine Sache probiere ich nochmal. Gehirn triggert das Geräusch. Dreh mich ganz schnell um. Hier ist zu, da ist auch zu. Zu. Ja, keine Ahnung. Ich meine, zum Anzocken passt es ja so oder so. Guck nochmal wegen Tasten. Ah, okay, so kann ich auch rumspringen. Heißt, ich könnte so in die Deckung gehen und... Ja, okay, den mal. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber gut. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Schade, ich hätte noch ein bisschen gerne weitergespielt. Mir ist das zu hoch. Auch wieder bunte Kinderspiele. Und, ja. Euch einen Wunder... Im ersten Level. Euch einen wunderschönen Tag und... Was war denn das? Und bis dahin. Tschüss.